Starship Trooper. Tötet die Bugs. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Beleidigung für die Bugs ist, die mit Graylings zu vergleichen. Ja, die waren auf jeden Fall härter. Die Bugs. Ja, die auf jeden Fall mehr Tod verursacht. Oder Tote verlangt. Ja, wobei, so wenig sind wir auch nicht gestorben. Ja, schwierig. So, zweimal, glaube ich, oder so, bin ich gestorben. Du bist aber so viel mehr. Aber doch, der Troll, ne, der eine. Der hat uns ganz schön das Leben schwer gemacht. Ich würde sagen, so an die 10 Tode, glaube ich, haben wir. Aber... die Disziplin in der Mühe, jetzt kommt sie runter. Jetzt, ja. Also bei mir war es auch so. Guck mal, da kommt ein Root. War ein bisschen Schamane. Ne, ist Stufe 2. Ah, deswegen ist er blau, ja. Komm, ich hab den Baum gehittet und nicht ihn. Nee. Und da haben wir schon wieder das Problem mit dem Abhang gehabt. Nackt im Dunkelwald. Keine Ausrede, wir müssen mal kurz. Wo ist der Schamane, der hier die ganze Zeit. Du meinst, der vor dir steht? Ich hab keine Aussage mehr. Hau die Kiste nicht auf und ich glaube, die Sachen drin sind aber so. Gut, wird schwierig. Aussage, alle, Aussage, alle. Ich kenne das schon. Ja. Oh Mann. Okay, da sind nur wieder Pfeile drin. Ich nehme die mal mit. Naja, Spaß. Das habe ich schon zu dir gesagt. Ich habe ja halt keinen Platz. Ja, ich habe nicht. Ich dachte so, okay, Pfeile, tschüss. So, weißt du? War sogar Flintpfeile. Da kommen sie wieder, die kleinen Zwerge. Es ist halt Nacht. Es ist halt, da ist der Finsterwald. Wo ist eigentlich Schneewittchen hier? Die Schneewittchen will ich aber nicht sehen, ganz ehrlich. Oh, du kennst doch die Hentai-Rape-Dinger. Ach so, meinst du, das ist eine normale menschliche Frau, aber sie wird festgehalten von denen, oder was? Nein, du hast dich bewegt. Da war ein Vogel. Ich habe extra nichts gesagt, weil ich dachte so, hey, der ist jetzt eh woanders. Ach so, ist mein größter Feind, wenn ich mit dir spiele. Ich weiß auch gar nicht warum, aber da liegt noch Fell, wenn du es aufheben willst. Pfeile, Money und Federn. Kannst du mal Pfeile holen? 8 Stück oder so. Schade, ey. Nehme ich, wenn danke. Wenn die Händler jetzt gefunden hätten, wäre geil geworden. Aber wir waren hier halt auch schon, ne? Das nein, ist halt schwierig. Noch nicht. Ich denke an die neue Aufdeckung. Ach ja, stimmt, der ist der. Da vorne Spawner. Ja, den habe ich schon gesehen. Er hat mich nicht getroffen. Ich höre euch mal kurz auf den Spawner. Ah, ist schon wieder ein Blut gespawnt, ne? Aua, den Hinter hat sich kassiert, keine Ausdauer. Ah, verstehe ich gerade. Komm schon! Sein Schlag ist schneller als ich mit dem Hammer, Alter. Weil halt. Ähnlich ausweichen. Hätte ich einfach nur halt blauen sollen, während du den klatscht. Ja. Naja. Ich habe gedacht, wie kann ich muss den? Sagen. Ich habe tatsächlich den Ring geschnellert. Ich muss sagen, das Problem hatte ich auch eine Zeit lang jetzt hier mit dir, dass ich dann auch immer das Verlangen hatte, noch mit drauf zu knallen und mir hinterher dachte, also, hätte ich doch einfach nur. Ja, ja, einfach nur blocken. What the problem ist mit Blocken hier? Da oben ist ein Arsch. Ist kein Arsch. Archer können nämlich extrem viel Schaden machen.
können. Müssen nicht können. So. Was wir so ein bisschen geblockt mit Absicht. Ja, ich glaube, ich habe gekonnt geblockt, ja. Hier sind noch ein paar Münzen drin. Ja, die nehme ich mit, die habe ich schon. Gut. Ja, 100 Münzen haben wir bis jetzt gesammelt. Fallschadens. 6 HP, okay. Oh ja. Da stirbst du direkt. Links war das ein Vogel. Jo, warte. Oh, hast du schon. Jo, Gesundheit. Ah. Na, komm schon, der Vogel war genau vor mir. Das ist jetzt anders. Ich hab gerade einen Bogen gezückt, hab ich gesehen, der Bogen gezückt. Aber... Glaubt der richtig eigentlich auf der Karte auf, dann der Händler? Oder wie ist ja, das? Ja, das ist wie wenn du was markierst, dann so ein Händler-Symbol, so ein Sack. Okay. Aber er ploppt auf. Ich glaube, du kriegst es nicht mit, wenn du nicht auf die Karte guckst, aber ich gucke ab und an auf die Karte. Ich weiß gar nicht, ob du so viel. Ich achte auch gerade auf die Karte. Warte. Nee, Vogel. Ah, shit. Gott, ihr Vogel. Ja, komm, fick mich. Du hast den Schuss so absichtlich in den Boden gerammt, da konnte ich dir den Schuss jetzt nicht lassen. Sorry. Also wirklich. Ich habe schön drüber gezielt, aber das war nicht hoch genug. Oder du hast nicht weit genug aufgeladen. Nee, diesmal war schon. Das habe ich mir schon fast gedacht, deswegen hatte ich ihn voll aufgeladen, aber. Ah. Es sollte nicht sein, Mutti. Ja, gut, jetzt kommen aber wieder ein Meta aufs Einfach um den Mountain rum, leider kein Händler hier. Schade, das wäre es gewesen, hätten wir zumindest fischen können. Aber ich merke so, ich bin nicht Wrestling, nichts, ne? Mein AP geht auch so nicht hoch. Ja, Dolle ist nicht, ne? Nee, Wrestling wäre auf jeden Fall geil. Gleich in der Plains sind ganz so Eigtürz hin. Jo. Aber jetzt. Ah, wobei, ich hab noch 5 Minuten, ne? Stimmt, seit 10 Minuten Cooldown, ne? 20 Minuten. Ja. Oh, nochmal. Ist ja noch ein bisschen hin. Na, ich bin jetzt nur aufgekommen, weil ich schon auf 14 Minuten war, aber ne, hast recht. Du hast ja vor mir gezündet, ja. Macht jetzt. Ey, jetzt geh doch da hoch, Mann. Ich kann aus damit, ich kann jetzt nicht mehr da hochlaufen. Schnauze, ey. Niemals. Das ist halt wirklich. Ach Gott, ey, sag mal. Ich sehe mal die Rehe hinter dir. Gott, okay, das. Nicht, die haben nichts gesehen. Ich stell dir einfach die Bewegung von Obi-Wan vor, das sind nicht die Druiden. Das sind nicht die Rehe, die ihr sucht. Ey, der stand 2 Meter vor mir, so wie das Boar jetzt, und ich habe in den Boden geschossen. Das war. So wie jetzt auch. Alter. Diese Hänge, ne, die machen mich fertig. Da stehen 2 Vögel links von uns, hab ich gesehen. Ja. Wechsel doch bitte auf den Scheiß. Oh, welchen Sinn. Ach, mein Pfeil hat gerade einen Busch zerstört. Auch beide getroffen. Zählt das? Ja, immerhin bist du der Buschzerstörer. Ich hab den Busch noch nicht mal wahrgenommen, weil ich so relativ dunkel bin. Alter, was ist das hier für ein fucking Mountain? Ey, der ist so groß, wir können nur runter, wenn hier der Mountain Boss drauf ist. Der ist ja riesig. Ja, irgendwie. Mal an, ey. Irgendwie ist krass hier. Na? Die Frage ist jetzt, wie weit wollen wir eigentlich hier nur laufen? Ne, wir gehen jetzt hier weiter nach Hause, ich mach die Karte auf. So einfach, als wenn wir jetzt rüberkommen. Ja. Yeah. Oh, einmal hier, um den Berg herum. Naja, genau. Hallo und herzlich willkommen bei Wandertag mit Kajiro TV. Ich glaube, es würde länger dauern, wenn wir zurücklaufen würden, ganz ehrlich. Ja, ne, ändert an meiner Aussage nur nichts. Das ist richtig. Aber das Traurige ist auch, dass wir durch unseren kompletten Black Forest gelaufen sind und nicht eine weitere Höhle gefunden haben. Bis auf die Trollhöhle, die uns ja, ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ja, das ist wirklich schon wieder. Ja. Ist schon wieder. Na ja, gut, ey, wir haben 5 Sulfurkerne gemacht. Und ich habe alleine 15 Felder. Naja, gut, besser als nichts. Ich habe jetzt so 13, naja. Ja, naja. Eine Felder.
Eine Feder gibt 8 Pfeile oder wie war das? Oder 5 gegen 8 oder so? Ja, eine ja. Glaube ich. Alles auch okay. Haben wir die Hütte hier gefunden? Nee, Digga, nee, denk an die Karten. Ja, ja, ja. Also wieder. Ach, Gott sei Dank. Ich habe nicht auf einer Fee geachtet. Ich habe nur die Wand abgerufen. So, ich habe keinen Platz mehr. Soll ich Queen wie abheben? Ja, ich muss nur... Der hat auf jeden Fall gefressen hier gerade. Alter, oh Mann. Habe ich die jetzt einstecken? Ja, habe ich. Next Bean. Das ist nice. Hier Bean. Bieb, bieb, bieb. Ja, sonst nichts drin, da kann Tour nichts. Nee, nichts. Nothing. Und es wird Tag. Jeha. Alter, ich wundere mich, dass wir in dem Forest nur einen Black Troll gesehen haben. Einen Troll gesehen haben. Wenn ich überlege, wie viele Trolle uns in diesem scheiß Stück Forest schon entgegengekommen sind, ist das irgendwie komisch. Ja, das ist Tatsache irgendwie nicht so. Ich habe bei einem YouTuber gesehen, da habe ich so gefeiert, der hat sich so seine Base aufgebaut und war übelst dabei. Und auf einmal changed die Mucke. Und er so, ey, was ist jetzt los? Und dann guckt ihr so aus so einem Fenster, so, oder was heißt Fenster, aber so ein halbes Fenster, weil er gerade am Bauen war. Und genau neben ihm kommen dann auf einmal so zwei riesige Trolle auf ihn zu. Könntest du die nächste bitte schlachten oder willst du einfach nur gucken? Ich treffe die einfach gerade nicht. Und ich bin auch die Waffe ist nichts für dich. Nee, das ist ein leichter Unterschied hier. Guck dir das an, das ist alles hügelig. Achso, du hast auch keinen Platz mehr. Warte mal. Nein. Aber ich kann was freimachen. Nee. Ne? Ja, ich würde jetzt die Troll-Trophy wegwerfen. Ja, mach das. Das brauche ich keiner. Dann haben wir den Mac. Ich habe die einfach nicht getroffen. Und das Lustige ist, hier wo vier Stück waren... das steht jetzt im Und hier wo vier Stück waren, schwimmst du. Da konnte ich ja nicht angreifen. Deswegen hatte ich da gerade ein paar Probleme. Da drüben liegen auch noch. Genau. Bitte hier, hast du das schon mal gesehen, wenn das auf dem Boden liegt? Das ist auch riesengroßes Fell. Ah, sieht man jetzt nicht. Schade. Ja, sehe ich. Achso, ja, ja. Das ist auch schon riesig. Und dann fünf Stück davon, wenn die das jetzt eins machen würden, das würde den halben Platz hier befüllen. Naja, ja gut, ich meine, der Troll ist ja auch riesengroß, ne? Aber es war so geil, wie der Typ dann einfach nur so. Das ist aber tatsächlich. What the fuck? Das ist aber tatsächlich, wenn du den. Ne, der ist ein Mountain, da können wir Schaden kriegen, Digga. Oder? Das ist tatsächlich, wenn du, das habe ich auch schon zweimal gehabt, wenn du den Elder besiegst, dann kommen keine Greylings mehr, wenn der angreift. Bei dem Event. Warte mal kurz, komm mal her. Nee, jetzt nicht. Irgendwie hier stehen. Nee, wir sind noch fast zu Hause. Na gut. Macht da jetzt keinen Sinn. Wenn du den Elder besiegst, dann kommen keine Greylings mehr, wenn das Event triggert, sondern kommt Trolle. Alles klar, okay. Jetzt habe ich mich sowieso schon gefragt. Du raffierst, ich komme gerade nicht weg hier, cool. Ah, hast du mir gedacht. Da willst du weg, sonst sterben wir. So eine Ausdauer, ne? Ah, kenne ich gerade. Dann ist nicht hoch, aber. Naja, irgendwann wird das. Der bleibt doch bei 1. Naja, aber irgendwann bist du bei 10 Leben und dann ist 1 viel. Ja, du kriegst aber mehr Schaden, wenn du drones. Ich hab's mir gedacht, Schade. Ich hab gedacht, wir können durch, aber. Alter, wie weit musst du denn hier zurück? Das ist ja. Wenn du drones, kriegst du mal 5 Schaden. Das hat mich fast getötet. Okay. Aber da kriegst du 5 Schaden so hin. Nicht so wie bei. Ja, ist ja noch schlimmer. Ja, ja. Also der Seed, ich kann allen nur empfehlen, nehmt nicht diesen Seed. Nee, nichts ist im Vergleich zu meinem. Das hier. Ich habe tatsächlich in der Singleplayer-Welt, ich habe die Welt aufgedeckt. Kannst ja machen mit Cheats. Ja. Ich
Weißt du, meine Welt besteht zu. Ich würde sagen, es gibt. Wie viele Biome gibt es aktuell? 4 oder 5? Ach komm! So jetzt. Es gibt 4 oder 5 Biome. Meine Welt besteht zu 50% nur aus einem Biom, nämlich Plains. Okay. Und das ist. Ich glaube, ich würde behaupten, damit übertreibe ich noch nicht mehr. Also meine Welt kennt nur Plains. Es ist wirklich so. Und Plains sind einfach Pain in the Ass. Aber schön, dass ich jetzt auch mal hier bin. Ich war hier einfach mal eiskalt noch nie. Dann sind noch Bären, die hole ich mal. Genau. Hast du eine Fackel dabei? Nee. Ach scheiße, du hast keinen PvP-Modus an. Warum liegt hier jetzt? Leider. Wenn du PvP anmachen würdest, dann würde ich dich eben hauen, dann würdest du brennen und wäre das Wasser weg. Ach ja, das stört mich jetzt auch nicht so kurz vor zu Hause. Ja, ja, ist richtig. Da ist sie, unsere Hüt. Ja, und du einfach nass bist, obwohl die Sonne scheint. Ich würde sagen, also bei dem Sonnenschein geht das auch ein bisschen schneller. Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie der Wind so geht und wie hoch die Temperatur ist. Mir ist nicht kalt, also schätze ich mal mindestens 18, 19 Grad. Mir ist, bei 16 Grad ist mir auch noch nicht so kalt. Und 16 Grad ist jetzt nicht so, dass man sagt so, wow, it's so hot, and it's trotzdem, best. Aber trotzdem, bei 16 Grad ist deine Körpertemperatur, überleg mal. Bei 16 Grad Außentemperatur mit Sonnenschein, das heißt in der Sonne ist es ja nochmal ein bisschen wärmer. Das heißt, du hast wahrscheinlich so in der Sonne an die 20 Grad. Du hast deine Körpertemperatur, also komm, eigentlich sollte das schon ein bisschen schneller zumindest vonstatten gehen als die normalen Sekunden, oder? Da ist ein Vogel vor dir runtergekommen, glaube ich. Sah so aus. Ich sehe nicht. Okay, der ist im Boden verschwunden. Oh, ist genau hier so gelandet. Passiert. Sweet Home Alabama. Habe ich jetzt hier noch das und das Mama. Wie du in den Tun keine AP siehst. Von den Gegenständen. Das ist wohl korrekt. Der Eodisseln drin da. Ich glaube, ich gleich mal noch die Biene aufstellen. Also die Biene. Willst du das hier machen? Ich würde sagen, wir bauen uns das große Schiff und segeln rüber, oder? Das ist auch nicht verkehrt, also, ja. Pass auf, wir können zwei Sachen machen. Entweder wir kümmern uns um die Elder, oder wir segeln jetzt und sagen, wir machen heute ein Chilling und bauen uns ein Haus auf. Das ist mir wieder. Also, oh, beides? Aber ich lasse jetzt erstmal, ja, beides ist auch eine Option, aber ich lasse dann mal die Biene hier. Naja. Und... ich habe ein paar mehr Feuerpfeile vielleicht. Ja, auf jeden Fall, aber hier sind noch Bäume, ne? Die können wir erstmal abklenschen. Ich habe noch Leder in der Tasche. Ja. Aber ich baue jetzt erstmal die Bäume hier. Wollte gerade sagen, hilfst du mir? Das ist ja schon ein bisschen viel hier. Aber ey, eigentlich müssen wir auch Bäume einfach so machen, wie riesig die werden. Oh, 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 oh. Alter. Der andere Baum knackt schon. Ja, so, ne? Jetzt bin ich aber gespannt, wie viel Holz die geben. Ob die mehr Holz geben, weil die größer sind? Baumfeld? Ne, noch nicht. Baumfeld! Wo ist er? Da ist er. Noch einer fällt. Und der Grayling hat's abgekriegt, glaube ich. Ne, der Grayling hat keinen Schaden. Schade.
Shorty, Shorty. Ja, ich wollte mich auch jetzt vielleicht rauskriegen. Alter. Also ich habe jetzt 54 und 10 Kernholz. Ich habe 23 und 4 Kernholz. Also die Stümpfe kriegst du hier nur raus mit der Picke oder was? Na doch, aber die anderen nicht, die so tief in den Boden sind. Das sieht dann der. Hier, die hier kriegst du nicht raus, die triffst du nicht. Weil der Samen weiter reingepflanzt wird, so, keine Ahnung. Ein bisschen blöd gemacht. Musst du aufpassen mit der Brichter, hast du schnell mal ein Loch hier reingehauen. Die Zwerge. Hey Zwerge, hey Zwerge. Na, das war das. Hey Zwerge. Go, go, go. Du, Pfeile, Mama. Egal. So, dann haben wir das. Das. Ich hätte gern ein paar Pfeile. Alle herzig. Nice. Habe ich echt nicht gut geplaced. Egal. Da gehe ich auf jeden Fall ordentlich hier. Braucht man noch mehr Wut? Haben wir noch mehr Wut? Ja, so, so viel war das leider nicht. Hier draußen sind 100, ne? Ja, die hat sich reingetan. Achso. Mach mir jetzt insgesamt 400 Feuerpfeile, das soll reichen, oder? Ja, wovon du mir 200 abgibst, also. Ja, den kann ich doch gleich mehr machen, oder? Nein, das reicht locker. 200 Feinde, ich bitte dich. Zur Not köpeln wir den im Nahkampf. Ich suche jetzt erstmal das Harz. Das ist eigentlich der Fall, wo die Dinger sind, die... Da ist Harz. Mein Gott, noch eins, Alter. Reden ist nicht meins. Ja. Nee, heute ist schlimm bei dir. Das hätte ich gleich mal rüberpacken sollen. Das ist ja ernst. Da wollte ich gerade gerade. Ja, ich wollte in der Reihe, wo du gerade drin warst. Da sei die Schnauze. Hm. Nee, Mann. Ich will noch nicht. Ach, was war das? Gehen? Ja, so nicht. Drum. So. Mama, tu ja laut, dass das Moped so laut ist. Wo war noch eine Feuerstelle? Noch eine. Nee, überhaupt mal eine, die nicht. Ich schmeiß mal hier so deine. Ach, die Kiste gerade. Bin hier eh noch. Die gehen doch eh nicht weg. Ja, stimmt, aber. Hast du noch Steine zufällig? Habe ich in irgendeine Truhe gepackt, muss mal gucken. Also draußen unterm Dach liegen noch genug Steine, falls ich noch nicht entdeckt habe. Ich brauche fünf fucking. Wenn die jetzt nicht mehr irgendwo rumliegen, muss ich echt das 50 da. Hier draußen waren auch noch 8 in der Truhe. Ja, okay.
Und hier sind 32 drin in der oberen Truhe, warum auch immer. Ja, aber wahrscheinlich vom Bauen habe ich hier auch irgendwie dann. Frag mich nicht. Stich hier in und dass wir von drüber laufen. Schwierig. Ist mir egal. Egal. Habe ich Kohle hergestellt? Da war ich noch schnell genug. So, gib mir mal, pack mal in die Truhe alle deine Blaubeeren und alle deine anderen Berries und überhaupt. Ja, hier in der Essenstruhe mache ich hier gerade rein. So, bis auf die 26. Also soll ich die Pilze auch noch reintun, die Pilze brauche ich nicht, ich brauche nur Beeren gerade. Sind alle drin. Aber gar nicht mal so viel, aber hey. Ich glaube, das Fleisch ist fertig. Der Wald bewegt sich. Oh Gott. Werde ich jetzt? Oh, ich brenne, Mama. Meine Sachen sind noch nicht repariert. Wartet mal, Leute. Oh ja. Wartet mal, Leute, sagt er. Wo kommt der? Oh, down. Ey, ich schmeiß mir mal keinen Stein an den Kopf. Glaubst du dich denn mit denen hinter? Ja, bist du blöd oder was? Ich hab hier alle Aggro und wo glaubst du dich denn mit denen? Würde mich verarschen, die zwei, die du da getötet hast, ey. Dann waren ein paar mehr. Ja, dann waren es drei. Echt halt. Gar nicht so schlecht Resin umsonst. Wenn die bei ihr bleiben würden. Resin! Ey, Feuerfeil umsonst. Jeder haben wir noch genug. Hätt's Knie geschossen. Ach komm schon. Jetzt ist ja kein Abenteurer mehr. Kann ich das jetzt gerade verstehen? Kommt doch Skyrim. In Saiya Joe. Die meisten kennen den. Nur Jimmy spielt niemand, ey. Scheißspiel? Ja. Das ist aber ganz weit weg. Ziemliches Scheißspiel. Oh. Gott, Alter, der stand vor dir. Nee, tut er gar nicht. Das war eine dreckige Mühe. Hast du mitgekriegt, was Blizzard sich mal wieder geleistet hat, ey? Nee, noch nicht. Erzähl mal, hau mal raus. Das sind auch die größten Affen vor dem Herrn. Weil jetzt hier Blitz, keine Ahnung, Con oder wie auch immer die da nennt. Ja, war BlizzCon, ja. Was gibt's? Gibt keinen neuen Infos zu Diablo 4 oder Diablo 4 an sich jetzt mal Release-Termin? Nee, es gibt dieses Jahr noch ein Diablo 2 Remastered. Ja, das habe ich schon gehört. Ey, ganz ehrlich, was ist eigentlich, also liegt das an uns Spielern? Ich habe keinen Bock auf Remastered. Ich will neue Sachen, sage ich ganz ehrlich. Richtig, ich auch nicht. Also bei bestimmten Sachen finde ich es ja noch okay, wenn man es so zwischendurch mal kriegt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nur noch Remaster, ja, Remake und Co. Halt, und das geht mir so auf den Sack, Junge. Ich bin nicht auf Fulvis. Achso, da bist du geflogen. Ich glaube, dein Discord ist gerade abgeschmiert. Ich höre den nicht mehr. Ich bin auf seinem Server drauf, oder nicht? Ich würde sagen, ja. Ist ein Textchat hier? Ich glaube, jetzt hat es kapiert.
durch. Die brauche ich, die brauche ich. Da hat ein Score neue Shinies an. Ah, er ist kapiert. Ey, hör ich immer noch nicht. Hast du dein Mikrofon vielleicht zu weit rausgezogen oder so? Let's test something. Ich höre ihn nicht. Kann sein, dass Nvidia bei dir abgestürzt ist? Guck mal nach. Oder guck mal in die Zeit. Hörst du mich? Freunde, ich würde sagen, wir machen mal kurz Pause, bis wir das geklärt haben. Wir sehen uns gleich wieder. Keine Probleme, es war wirklich nur Discord. So, Freunde, war nur Discord, Kai hat es gerade gesagt, wir sind wieder da. Die kurze Pause war kürzer als erwartet. Ja, gibt hier keine Pausen. Naja, ich wollte jetzt nicht, während wir da Discord-Probleme haben, weiter im Stream hauen, das wäre ein bisschen... Nee, es war ja okay. Also, du hattest über Discord, über Blizzard gerantet, nee, über Remastered hattest du gerantet. Ja, ich habe einfach nur gesagt, dass ich so fail finde und dass es... jedes Remake auch noch so scheiße schlecht ist, warte, ich leg mich gleich hin. Also, Was heißt fail? Ich kann's ja verstehen, aber erstens finde ich den Preis von 40 Euro zu teuer. Ja. Alles über 20 Euro für ein Spiel, was es schon mal gab, finde ich zu teuer, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Mach es für die Fans, aber vernachlässige den Rest nicht. Ja, also das ist, bei Remastered verstehe ich tatsächlich, wenn es jetzt mal ganz blöd gesagt und ich weiß, das stimmt bei vielen nicht, aber wenn das nur die B-Leute machen. Weil ich will, dass die A-Leute, die Besten der Besten, die sind, lass sie doch bitte an was Neuem arbeiten. Ja. Und wenn dann diese Ressourcen im schlechtesten Fall auch daran arbeiten, ist es meiner Meinung nach fail. Aber gut. Es ist auch so. Naja. Kriege ich ein paar Bären wieder? Ja, du kannst ja was anderes sagen. Okay. Ja, nein, ich finde es auch so unnötig, dieser Fokus darauf. So, hier und da fand ich es immer mal witzig, so alte Games, so, hey, neu aufgelegt, vor allem, wenn sie dann wirklich schon so einen Kultstatus und so haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, wenn ein Spiel Kult hat, dann lass es doch so. Und vor allem, wenn ich mir dann angucke, was aus dem Remake denn geworden ist oder aus dem Remastered, denke ich mir so manchmal so, ja, war das jetzt wirklich nötig? Und vor allem, wollt ihr mich jetzt wirklich damit catchen, dass es ein 40-Euro-Spiel ist, was auf HD ist? Was es schon mal gibt? Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, hier in der Wo ist denn schon für jeden, danke. Wo es denn schon für jedes Spiel davon aus der Zeit eine Mod gibt, die es besser macht? Also auf HD auflöst oder so? Hast du noch Resin? Nee, ich hab's nicht mehr. Hab ich das irgendwo hier oben reingepackt? Eigentlich nicht. Mir fehlen noch zwei Resin-Spiele, um das scheiß Brot zu bauen. Gott sei Dank habe ich dir gesagt, mach nicht alle. Du hast trotzdem viel zu viele Feuerpfeile gemacht. Aber ich hatte es nicht alle gemacht. Ja, aber... Boah, ich kenne 400 Pfeile. Ja, ist egal. Die zwei Resin vielleicht liegen ja auch draußen. Stimmt, ich habe glaube ich nicht alles aufgesammelt. Nein, ich auch nicht. Ja, wie gesagt, ich finde Remastered, das geht mir so auf den Sack. Dann habe ich auch die Vergleiche gesehen von Diablo 2, dem alten und dem neuen, oder dem Remastered, wie auch immer. Und ich muss sagen, ja, es ist aufgepolished, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich es mir kaufen würde.
Ich muss ganz fairerweise sagen, was mich daran gestört hat, als ich das gelesen habe, dass 1 zu 1 Diablo 2 ist, die gleiche Engine, es ist das gleiche Spiel, nur mit HD-Texturen und ein paar Tweaks. Ist nichts anderes, außer HD, vielleicht hier und da noch was angepasst, aber es war's. So, aber bevor ich jetzt suchen gehe, haben wir noch irgendwo Feinwood? Ich brenne gerade. Feinwood, ich guck mal rein, ich bin mir gerade nicht sicher. Weil ich habe nur eins gefunden und ich brauche 20. Ja, nee, nur Kern. Ah, okay. Dann habe ich richtig gesucht. Also ich verstehe es nicht. Ich kann das wirklich, keine Ahnung. Vor allem, wenn ich mir dann überlege, weil ich auch jetzt mal ab von Diablo, okay, mein Gott. Aber die WoW-Community muss sich da auch verarscht fühlen. Jetzt haben die mit WoW Classic, haben die WoW, dann alle Add-ons und Classic. Und was bringen sie jetzt raus? WoW Classic Burning Crusade. Ja, und so geht das jetzt weiter, weil man macht ja damit jetzt Kohle, ne? Und dann hat man. Aber ich verstehe die Leute auch nicht, die das spielen wollen. Das sind die, die sagen, ich halte nichts davon, aber ich guck's mir mal an und dann wird das gekauft. Nee, und es muss ja genug Leute geben, die es kaufen und spielen. Also. Und ich glaube, WoW Classic ist jetzt tatsächlich auch eines der Spiele, was relativ viel gespielt wird. So im Vergleich im MMO-Markt, gut, mittlerweile gibt es ja eh gefühlt fast nur WoW, weil alles andere Todes oder Scheiße wurde. Aber. Es gibt schon noch. Jetzt haben wir nicht, dass dein Discord schon wieder abgestürzt ist. Ich höre dich schon wieder nicht. Alter, hier ein Wort aus einer Birke. Und den T-Server. Keine Ahnung, mich liest aus der Entfernung. Wahrscheinlich ist das nicht. Wahrscheinlich geht's wieder weg. Na, auch recht. Ja, Freunde, ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen. Ich finde es eine Frechheit. Sag ich, wie es ist. Aber gut. Solange wir es alle kaufen, ist das schwierig. Nein, bleib doch jetzt liegen. Danke. Naja, gerade habe ich keinen Discord verwendet. Ich weiß nicht, ob du den Chat siehst, weil du so weit weg bist. Ah, jetzt wird es gut. Also gerade ist es irgendwie schwierig mit Discord. So selten wie es ist, dafür, dass es umsonst ist. Ja, ich will jetzt nicht Discord haten, darum geht es nicht, aber es geht halt nur gerade. Ja, ist gerade blöd, das stimmt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe aber auch die Leute nicht, die es kaufen, weil ich verstehe nicht, jetzt kann man kann ja Änderungen in einem Spiel jetzt, bleiben wir bei der WoW-Thematik, man kann es ja gut oder schlecht finden. Du kannst ja mit dem neuen Teil gut, mit den neuen Sachen gut oder kannst du gut oder schlecht finden. Ist ja okay. Spielst du deshalb das Alte wieder, weil dann suchst du auch ein anderes Spiel oder hängst du so sehr geistig in der Vergangenheit, dass du das Alte immer und immer und immer wieder spielen willst? Weil gerade bei diesen Sachen, die dann Add-on basieren sind, da ist ja nichts. Da ist ja nach Burning Crusade alle. Aber genau Burning Crusade kannst du ja noch, wenn du willst, auch im alten Spiel, im aktuellen Spiel erleben. Also was ist der Gedanke dahinter, ein MMO-Remaster, wenn man das so will, nur zu spielen? Ja, verstehe ich auch nicht, weiß ich auch nicht.
Ich meine, über Diablo, ja, da lässt sich noch streiten. Oh, neuer D-Textur und bla bla. Einen drauf wichsen, okay, ist nicht meins, aber wenn Leute das machen müssen, okay, bitte. Ist ja genauso wie das Skyrim, wurde ja auch gefühlt 500 Mal verkauft, weil es dumme Idioten sind. Anstatt dass es irgendwann ein neues Elder Scrolls gibt. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter nicht. Ich auch nicht. Wie sieht es eigentlich aus? Wollen wir jetzt mal langsam los? Ich weiß ja nicht, was du da noch machst. Wir fehlen noch Feinde. Oder willst du schwimmen? Nein, ich liegt hier nichts mehr. Haben wir keine Birken mehr hier oder so? Ja, ich habe jetzt gerade alles. Ach, hast du mal das Team geguckt, online ist? Ja, ja, das habe ich schon registriert. Schon allein eben gerade durch Discord. Discord ist doch nicht online bei mir. Nee, aber weil ich doch gerade die Discord-Probleme hatte, habe ich es auch so wie angemacht. Achso. Ja. Und da habe ich das natürlich wahrgenommen. Einfach stehen lassen. Richtig, ich wollte es auch gar nicht weiter groß kommentieren. Macht eh keinen Sinn. Ist ja alles Arbeit. Arbeit, Arbeit. Unser kleiner Mörder. Also ich überlege, was wir gemacht haben seitdem. Haben wir Arbeit gehabt? Ja. Oder haben immer noch Arbeit, egal. Oh Scheiße, haben wir jetzt hier ist noch ein. Du könntest eigentlich mal kurz das Portal bauen. Jo, ich wollte nur mir das Schiff angucken. Oh Mann, ey. Ich kann's da nicht blazen. Was ist denn da im Weg? Und wenn du da vorne auf dieses kleine Stück hier gehst, hier? Da ist keine Baudings mehr. Ach, scheiße. Ah. Tada! Ja, wir sind nicht festgefahren, ist okay. So, dann wollen wir mal Portal bauen. Wir brauchen Feinwood. Oh nein. Oh Mann, also ich hab 3, wir brauchen noch 17 Feinwood. So, dann auf zu neuen Birken. Ich sag dir, ich baue meine Birkenfarm auf unserer neuen Basis dann. Jetzt ein Band, die ich nicht abbauen kann, ist auch nett. Okay, cool. Fickt euch. Cool. Ja, Birkenception bitte. Bitte dann. Ah ja, Birken. Birk. Aber hier sind wir. Ja, keine Ahnung. Ich finde das Ganze wie ein Masterthema irgendwie. Oh, ich bin es auch überdrüssig. Das ist wie Corona. Ja, gut, aber gegen das eine könntest du in der Theorie was machen, wenn alle sich mal was halten würden, gegen das andere nicht. Ja, doch, da auch. Wenn keiner den Scheiß mehr kaufen will. Ja, okay. Stimmt. Ich glaube tatsächlich, da ist die Sache, dass sich alle mal an Corona-Regeln halten, einfacher als das. Dass keiner mehr diese Spiele kaufen will. Weil selbst wenn sich keiner daran hält, kannst du das Corona-Thema sogar zwingen, wenn es sein muss. Das mit keiner kaufen wäre schwierig. Das ist richtig. Vor allem, weil sie dann alle sagen, mach ich nicht und machen es doch. Das ist so ein bisschen. So, 9 Stück habe ich. Hier ist noch eine Birke. Weg mit den Birken, weg mit. Kommen jetzt eigentlich die ganzen Graylings her? Die riechen, dass ich auf Jagd nach Birke bin. Ich habe 37, wir haben genug.
Ja, ich hab, warte, 19. Ja, also. 40 mit 2, also. Naja.